Eine der Fragen, die mich, wenn ich predige, immer am meisten beschäftigt ist, die ich mir selber persönlich so stelle, hey, ist das, was ich sage, wirklich das, was auf Gottes Herzen ist, oder ist es mehr so dein eigenes Denken? Und ich persönlich habe immer so den Anspruch, hi, guten Morgen, dass ich an mich selber, dass ich sage, Herr, ich will irgendwie das predigen, was wirklich dran ist. So, ne? Und Joel, du hast mir heute eine mega Steilvorlage gegeben, du weißt es noch nicht, aber dank dir. Und such den Vers schon mal raus, vielleicht wirst du ihn später nochmal lesen müssen. Genau. Bevor ich anfange, will ich aber unbedingt sagen, danke Sven. Der Sven, wenn ihr das wisst, wisst ihr nicht, deswegen sage ich es ja jetzt, der Sven ist einer, ich habe keine Ahnung von Excel-Sheets oder wie PowerPoint-Präsentationen, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, aber der Sven ist da in der Maschine drin. Und der Sven ist jemand, der Samstagabend, nachdem er irgendwie um, ich glaube, 10:30 noch zu Hause sitzt und für mich Sachen, PowerPoints macht und das irgendwie so aufarbeitet, dass es für euch cool ist, weil meine Frau immer sagt, du musst das hier zeigen und ich bin da überfordert mit und ich wollte echt sagen, von Herzen danke Sven, das ist echt nicht selbstverständlich, ne? Leute haben Wochenende, wollen entspannen und setzen sich für jemanden anderen noch hin und keiner weiß es und ich danke dir dafür von Herzen, das ist echt mega, richtig cool, danke Sven. Genau, heute wollen wir nicht weniger als die Frage uns gegenseitig stellen, was ist der Sinn des Lebens? Ja? Und über den Sinn des Lebens will ich heute Morgen sprechen und ich glaube, es gibt Antworten und ich habe mir so eben gedacht, hier ist mein Sohn Levi, 13 Jahre, Simi, du bist 13 oder schon 14? Ja. Amelie, 15, hier sind junge Leute in unserer Gemeinde, die stellen sich diese Frage, sagen so, wozu bin ich da, was ist der Sinn in meinem Leben? Und Leute, wir als Gemeinde, wir müssen eine Antwort darauf geben, weil wenn wir den Jugendlichen keine Antwort geben, dann werden sie woanders eine finden, weil die Antwort wollen sie auf jeden Fall, weil jeder stellt sich hier die Frage, was ist, wofür bin ich da, warum gibt es mich, ist mein Leben für irgendwas Nütze und was soll ich machen, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Und wir als Gemeinde, wir müssen Antworten geben, wir müssen darauf Antworten haben, jeder von uns, weil wie gesagt, wenn wir sie nicht geben, dann kriegen sie sie woanders. Die Frage ist nur, taugt es dann was, was sie sich da holen an Antworten? So, deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir für uns persönlich auch eine Antwort drauf haben. Und vielleicht sind auch viele hier, die schon älter sind und selber auch noch gar nicht so richtig eine Antwort drauf haben, weil tatsächlich ist es oft so, man lebt halt so vor sich hin. Ja, wir haben jetzt schon Oktober und ich habe gerade gestern oder vorgestern gedacht, Hammer, dieses Jahr ging so übelst schnell rum. Ja, rucki zuck, jetzt haben wir Oktober und es war ein krasses Jahr für mich persönlich und es ist schon fast vorbei. Ja, ich habe das Gefühl, ich weiß, es war Ostern, das war für mich gefühlt vorgestern. Ja. Und so ist das Leben oft. Ja. Das Leben ist einfach so, zack, ein Jahr rum, zack, 10 Jahre rum, zack, die Kinder sind irgendwie schon bald, gehen sie studieren, schon fast fertig mit Schule und so weiter. Ja. Und dann guckt man so und denkt so, was hast du eigentlich gemacht so das letzte Jahr, die letzten 10 Jahre so. Ne? Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir solche Fragen uns, was wir Antworten haben, persönlich auch auf diese Fragen. Ja. Mein Thema heute Morgen ist von Meteoriten und Straßenbauarbeitern. Genau, und das versuche ich zusammenzubringen und ich will mit euch springen ins Universum und in die Vergangenheit. Und dann will ich versuchen, das irgendwie so zusammenzupacken. Und das ist auch, finde ich, immer eine der schwierigsten Sachen beim Predigen, die Dinge, die in deinem Kopf sind, irgendwie so zu transportieren, dass andere das verstehen, was du sagen willst. Ja? Das finde ich echt mega herausfordernd. Aber ich will mit euch einfach mal ins Universum gehen und möchte ich gerne mal bitten, auch das nächste Bild zu zeigen. Genau, dass ihr mal so ein Gefühl habt, worum es geht. Asteroiden und Meteoriten befinden sich auf einer festgelegten Umlaufbahn. Erst durch einen Zusammenstoß mit einem Fremdkörper werden sie aus dieser Umlaufbahn gestoßen. Kollidieren sie mit der Erde, passiert Folgendes. Sie treten mit einer Geschwindigkeit von rund 15 bis 40 Kilometer pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein. Durch die Rotation der Erde sind Geschwindigkeiten bis zu 75 Kilometer pro Sekunde möglich. Und dass ihr ein Gefühl habt, was es ist, das sind 260.000 km/h. Also, dass ihr mal ein Gefühl habt, das ist eine Menge. Ne? Und die Schweife leuchten normalerweise weniger als eine Sekunde lang. Die durch die Reibung mit der dünnen Luft in einer Höhe von etwa 100 Kilometer entstehende Hitze bringt die Meteore zum Glühen.
Die Oberfläche beginnt zu schmelzen oder zu verdampfen und zerstört kleine Meteore schließlich vollständig. Größere Meteoriten mit einer Masse von über 100 Tonnen werden jedoch durch die Atmosphäre nicht mehr nennenswert abgebremst. Deshalb wird beim Auftreffen auf die Erdoberfläche ihre kinetische Energie explosionsartig freigesetzt, wodurch es zur Bildung von Einschlagkratern kommt. Nächstes Bild bitte. Derartige Einschläge können eine globale Naturkatastrophe verursachen. Genau. Und jetzt will ich mit euch nochmal zurückspringen vom Universum 2700 Jahre zurück in die Vergangenheit. Und da gab es einen Mann, der hieß Jesaja, und der schreibt in Jesaja 40, Vers 3, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. 10 vor 11, jawohl. So. Die Idee heute Morgen, mein Wunsch ist es, diese zwei Dinge zusammenzubringen, sodass sie Sinn machen für uns. Und der Gedanke mit dem Komet kam mir gestern. Wir waren gestern in Stuttgart. Auf der Holy Spirit Night war ich mit ein paar Jugendlichen und war ein starker Tag. Und im Lobpreis kam mir dieses Bild von diesem Meteor und hatte den Eindruck, Gott will darüber sprechen zu uns heute Morgen. Ich finde es ganz interessant, was ich da gelesen habe über den Meteor, und ich glaube, dass das etwas für uns bedeutet heute Morgen. Der erste Gedanke, den ich weitergeben möchte, ist, du bist ein Asteroid oder ein Meteorit, wenn du so willst. Das bist du. Und die Meteoriten, habe ich gelesen, die sind in einer festgelegten Umlaufbahn. Sind die fest, die sind da wie festgeklebt. Die sind entweder beim Venus oder wie auch immer. Die haben dann durch die Anziehungskraft, Rotation und so weiter, bewegen die sich in festen Bahnen. Ja? Und erst wenn die kollidieren mit etwas anderem, etwas, was größer ist, werden die aus dieser Umlaufbahn herausgeschleudert. Und genau das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass wir alle, wenn wir geboren werden, auf diese Welt kommen, wir alle sind Sünder. Wir alle sind verloren und wir alle, wenn wir nicht einen Retter haben, gehen in eine Ewigkeit ohne Gott. Das ist das, was uns erwartet. Jeden Mensch, der ohne Christus lebt, er ist in dieser festgelegten Umlaufbahn und es gibt nichts, was du tun kannst, um dem zu entfliehen. Dieser Weg ist vorgegeben, weil wir durch die Sünde, in Sünde geboren, und die Bibel sagt, hast du ein Gebot gebrochen, hast du alle gebrochen, wir alle sind schuldig geworden und wir alle sind auf diesem Weg in eine Ewigkeit ohne Gott. Und genau das ist ja, was Joel auch vorhin gesagt hat. Es musste etwas geben, etwas muss passieren, damit das unterbrochen wird, damit diese festgelegte Bahn, da wo wir alle drauf zusteuern, da muss etwas geschehen, eine Kraft von außen muss kommen. Und durch Christus wurden wir aus dieser Umlaufbahn geworfen. Jeder Einzelne, der heute Morgen hier sitzt, weil er erkannt hat, dass Jesus der König ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus Gott ist, dass er für uns gestorben ist, für dich gestorben ist. Wenn du das erkannt hast und deswegen heute Morgen hier sitzt, dann bist du aus dieser Umlaufbahn herausgeschleudert worden. Christus ist derjenige, der sich in deinen Weg gestellt hat, und das hat dich herausgeholt aus diesem festgelegten Ding. Und jetzt ist es so, die Frage ist, warum hat Christus das gemacht? Natürlich hat er das deswegen gemacht, damit wir nicht verloren gehen, ist ja klar. Aber ist das alles? Geht es nur darum, dass du nicht verloren gehst? Weil wenn es nur darum geht, dass du nicht verloren gehst, wenn das einzigste Ziel von Jesus ist, dann muss ich sagen, macht Jesus keinen guten Job. Weil normalerweise müsste er dann in dem Moment, wo einer Ja zu ihm gesagt hat, ewiges Leben hat, ihn sofort zu sich holen. Weil die Gefahr besteht, dass du vielleicht auf deinem Weg irgendwann wieder abfällst, wieder irgendwie einen falschen Abzweig nimmst und vielleicht doch nicht dort landest, wieder zurück in dieser Umlaufbahn landest. Ja? Die Gefahr besteht. Also eigentlich, wenn es nur darum geht, dass du nicht verloren gehst, müsste Jesus, sobald einer Ja zu ihm gesagt hat, zack, komm nach Hause, damit du safe bist. Ich habe mir das so vorgestellt wie ein Bauer, der irgendwie
die Ernte einholt oder er sieht, der Regen kommt, keine Ahnung, der macht ja alles, damit die Ernte ja nicht kaputt geht. Ja, der wird nicht zulassen, dass irgendwie jetzt der Sturm kommt, das zerstört, weil er hat so viel investiert. Er hat gesät, hat er gepflügt, hat er gedüngt und Unkraut gejätet und weiß der Kuckuck. Ja, sommerlang hat er gearbeitet, der wird doch alles machen, damit diese Ernte auch wirklich eingeholt wird, ja. Und Gott macht es aber irgendwie nicht so, ja. Er traut es uns zu, oder dass wir weiter hier bleiben. So, und die Frage ist, warum? Warum ist es so, ja? Und der Grund dafür ist der, dass wir eine Bestimmung haben, nämlich, dass wir einen Impact machen sollen. Und deswegen dieses eine Bild nochmal bitte mit dem Krater. Das ist der Grund, warum wir leben. Der Grund ist, dass du mit deinem Leben, wenn du einmal von dieser Erde gehst, dass du deinen Abdruck hinterlässt hier auf dieser Erde. Dass du einen Impact hast auf dieser Erde. Und dass du, wenn du gehst, dass nach dir so etwas bleibt. Ja? Ich habe mir aufgeschrieben, in dir ist die Kraft zu zerstören, weil der Meteor, wenn der auf die Erde eintrifft, der macht was kaputt. So, und da will ich sagen, in dir ist die Kraft zu zerstören. Jetzt sagst du dir, na, das klingt aber nicht sehr christlich, ja? Klingt ja nicht sehr christlich. Aber guck mal, Lukas 12, Vers 51, da sagt Jesus von sich selber: Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und in 1. Johannes 3, Vers 8, da heißt es: Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist interessant. Es kommt immer darauf an, wer Jesus sieht. Wenn du Jesus siehst, wenn er zu dir kommt, dann ist er der Hirte. Dann ist er der, der dich trägt. Dann ist er der, der dich versorgt, der dich beschützt. Aber wie ist es, wenn die Dämonen ihm begegnen? Ja, dann zittern sie, dann sagen sie: Bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Für sie ist Jesus kein Freundlicher, der sie rettet, der ihnen irgendwie... Für sie verbergen sich vor ihm. Warum? Weil sie wissen, er ist gekommen, um kaputt zu machen, was sie und ihre Spießgesellen hier auf der Erde tun. Und dafür sind wir auch da. Deswegen hat Jesus dich aus deiner Umlaufbahn geschmissen und lässt dich weiter auf dieser Erde sein, damit du das weitermachst, was er damals begonnen hat vor 2000 Jahren. Jesus ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Ich habe eine ganz tolle Predigt die Woche gehört, hat mich sehr angesprochen, und da hat dieser Mann etwas gesagt, was ich so aus diesem Blickwinkel noch nie so gesehen habe. Er hat gesagt: Stell dir vor, du wärst geboren in der damaligen Zeit vor Jesus. Die ganze Welt haben heidnische Religionen gehabt, die ganze Erde, es gab nur das Volk Israel, die Gottesgebote hatten. Alle anderen auf der Erde hatten heidnische Götter. Und weißt du, was es bedeutet, unter heidnischen Göttern zu leben? Heidnische Götter, sie hatten immer Menschenopfer, immer. Sie haben immer Götter gehabt, denen sie geopfert haben, Menschen, Kinder. Wenn du ein Kind warst in der Antike, war dein Leben nicht sicher. Weil vor allem, wenn du ein Kind aus ärmeren Verhältnissen warst, weil damals war das so, dass die reichen Leute die Ärmeren bezahlt haben, damit sie ihre Kinder opfern, damit sie ihre eigenen nicht opfern müssen. So war das damals gewesen. Und Götter, sie hatten ja viele. Es gab immer Götter, die haben Menschenopfer gefordert. Es gab immer Götter, die waren Fruchtbarkeitsgötter in allen, auf der ganzen Erde. Das heißt, der Sex, und das war ein Riesending. Das heißt, wenn du verheiratet warst, glaub nicht, dass dein Ehepartner dann treu war, weil wenn du diesem Gott gedient hast, dann war das Teil des Gottesdienstes, fremd zu gehen, zu Prostituierten zu gehen und so weiter. Das heißt, deine Ehe war nicht so, wie wir uns das heute vorstellen, wo man sich treu ist, wo man Familie ist. So war das damals nicht. Kind sein, arm sein war richtig schlimm. Du warst nichts wert, du warst Dreck, du hattest keinerlei Rechte. Und wer hat das beendet? Was ist passiert, um das zu beenden? Jesus ist passiert. Jesus ist gekommen, und durch das, was er getan hat, das, was er gelehrt hat, die Gebote, die er gebracht hat, die haben das beendet. Nichts anderes. Und da, wo Jesus nicht ist, da kommt es wieder zurück. Da, wo wir Jesus rausschieben aus unserem Leben, da kommt es wieder zurück.
Ja, und da, wo wir seine Gebote missachten, da treiben wir dann Kinder ab und sprechen das gut und nennen das und haben gute Gründe, warum wir das machen und so weiter. Aber versteht ihr? Jesus hat es beendet. Er ist gekommen. Er ist passiert. Ja, er ist passiert. Und deswegen ist es so, dass er ist jetzt weg, aber wir sind geblieben oder wir sind da. Wir kommen immer mehr nach. Und das, was er gemacht hat, hat er gesagt, ihr werdet größere Dinge tun. Wir sollen ihm nachfolgen in seinem Beispiel. In Römer 8, Vers 11 heißt es, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Was hier steht in Römer 8, Vers 11 ist, dass diese Power, die in Jesus war, diese Kraft, die er hatte, was er getan hat, dieselbe Power ist auch in dir. Und auch in mir. Das heißt, nicht nur ist die Kraft Gottes, der Geist Gottes in uns, damit wir einmal später von den Toten auferweckt werden, sondern jetzt im Leben, hier und heute, ist diese Kraft in dir. Das heißt, wenn du das Leben von Jesus studierst, und es ist total wichtig, das zu verstehen, total wichtig, dass wenn du die Evangelien liest, wenn du liest, was Jesus gemacht hast, dann darfst du nicht denken, naja, das war ja Jesus. Klar, der ist ja Gottes Sohn, klar konnte der das. Wenn du die Bibel kennst, dann wirst du verstehen, Jesus war ganz Mensch, als er hier war. Natürlich war er Gott, aber dieses ist ein Geheimnis, ja, aber er war auch ganz Mensch. Das heißt, alles, was Jesus getan hat, hat er als Mensch getan. Als Mensch, der erfüllt war von dem Heiligen Geist und in der Kraft des Heiligen Geistes getan hat, was er getan hat. Und das bedeutet wiederum, dass du, wenn du ein Kind Gottes bist und ich als Kind Gottes, habe dieselben Ressourcen, dieselben Möglichkeiten, genauso zu leben wie er und genau dieselben Dinge zu tun wie er. Und jetzt ist doch die nächste Frage, oder nein, ich will noch Jesaja 40, Vers 5 lesen, erstmal als Einschub. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet, siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Ich muss nochmal auch für mich lesen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, alles Fleisch miteinander wird sie sehen, diese Herrlichkeit. Denn der Mund des Herrn hat es geredet, siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Wir haben heute Morgen gesungen, komm mit Vollmacht, haben wir gesungen, komm mit Vollmacht und so weiter und Kraft und so weiter. Und das haben wir gesungen und und ich stelle mir persönlich oft die Frage, ich lese das, ich glaube das, aber warum ist es nicht so jetzt, hier und heute? Warum kommt der Herr nicht mit Macht und Herrlichkeit, auch wenn wir das singen, so wie es hier geschrieben steht? Warum ist es so? Diese Frage stelle ich mir. Und da müssen wir ganz ehrlich miteinander sein. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn Gott mit Vollmacht kommt, dann ist es mehr als das, was wir so erleben, auch in unseren Gottesdiensten, auch in unserem persönlichen Leben. Und die Frage ist, stellen wir uns überhaupt diese Frage? Das ist so ein Gedanke, den will ich mal so einschieben. Die Frage ist, ist es überhaupt für dich eine Frage, warum kommt Gott nicht mit Vollmacht? Warum ist so wenig Kraft in meinem Leben? Oder hast du dich schon daran gewöhnt, dass es halt ist, wie es ist? Haben wir uns damit arrangiert, sagt man, genau. Ich will das gerade mal so einschieben, weil mich, das ist eine Sache, die schiebe ich oft wahrscheinlich in Predigten ein, weil mich das selber halt viel beschäftigt. Aber ich finde es so krass, wenn wir überlegen, König Saul hat relativ am Anfang seiner Karriere als König die Bundeslade verloren im Krieg an die Philister. Dann kam sie irgendwann zurück, war dann in dem Haus von der Familie, Namen habe ich vergessen, war wieder in Israel, aber war nicht im Tempel. Und zwar bis er gestorben ist. Erst König David hat die Bundeslade zurückgeholt in die Stiftshütte. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, die Bundeslade war das Zeichen für die Gegenwart Gottes. Da, wo die Lade Gottes war, da war die Gegenwart Gottes. Das bedeutet, solange König Saul König war, gab es ja Priester, gab es ja jeden Tag diese Opfer. Das heißt, da war die Stiftshütte, da war alles, wie es sein soll. Aber die Gegenwart Gottes war gar nicht da, weil die war ganz woanders. Die war nicht da.
Und keinen hat es gejuckt. Keiner hat gesagt, da muss man doch was dran ändern. Wir müssen doch die Gegenwart Gottes zurückholen. Keinen hat es gejuckt. Solange der, wir reden hier nicht von Wochen oder Monaten, von Jahrzehnten, das war, die war einfach nicht da. Und es war allen egal. Man hat einfach weitergemacht. Man hat seine Rituale gehabt. Man hat seine Opfer gemacht. Und hat Gott angebetet. Aber hinter dem Vorhang war leer. Da war nichts hinter dem Vorhang, weil die war ganz woanders. Und König David, weil er hat gesagt, das geht nicht, die muss zurück, die muss doch hier sein. Ja? Und die Frage, die ich vielleicht heute Morgen so in den Raum stellen will, und die kann ja nur jeder für sich persönlich beantworten. Bist du jemand, der wie König David sagt, die Gegenwart Gottes, die muss kommen, ich lese davon, aber es ist nicht so, okay, wie kann ich das ändern? Was kann ich tun, damit sich dieser Zustand ändert? Oder bist du eher wie König Saul, der sich damit arrangiert hat, der sagt, hey, wir haben ja die Form, wir machen ja alles. Okay, er ist jetzt zwar nicht da, aber ist ja auch okay, wir machen ja trotzdem nichts falsch. Ja? Und irgendwie ist auch in Ordnung, wie es ist so. Ne? Man hat sich so dran gewöhnt und man kann auch ganz gut damit zurechtkommen. Ja? Und das ist eine Frage, ich glaube, damit fängt immer auch alles an. Mit diesem persönlichen, okay, hier ist was nicht in Ordnung, da muss doch mehr sein, es gibt doch mehr als das. Ja? Und diese Frage muss jeder für sich beantworten. Und ich habe hier mir noch so einen Einschub gemacht, du bist nicht dazu berufen, dein Leben in der Mittelmäßigkeit zu leben. Dein Leben ist, Gott hat dich herausgeholt, damit du einen Impact hast auf dieser Erde. Er hat dich nicht herausgeholt, damit du so ein nettes Leben hast und irgendwann mal im Himmel bist und er dir hier und da hilft, wenn es mal drückt am Schuh. So, ne? Sondern dein Leben soll einen Impact haben. Später will ich darüber noch mehr reden. Ich bin erst 15 Minuten, ich bin gut in der Zeit. Hab noch Zeit. Warum ist es so? Warum kommt der Herr nicht mit Macht und Herrlichkeit, so wie es hier geschrieben steht? Und meine persönliche Antwort, die ich darauf habe, ist kein Vers 5 ohne Verse 3 bis 4. In Vers 5 heißt es, siehe Gott, der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Das steht in Vers 5. Aber was steht in Vers 3 bis 4? In Vers 3 bis 4, da steht Folgendes, Jesaja 40, 3 und 4. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Was ich mir hier dazu aufgeschrieben habe, ist, hier gibt es ein Prinzip und das Prinzip heißt Aktion und Reaktion. Ja? Das heißt, bevor der Herr kommt mit Macht, gibt es etwas, was getan werden muss. Und das wird nicht von Gott getan werden, sondern das wird von uns getan. Nämlich einen Weg zu schaffen, damit er kommen kann. Ich habe so ein Bild hier hingebracht, dann kann man das noch zeigen. Das ist so, Jesus sagt, wir sollen einen Weg machen. Heute Morgen im Bett kam mir noch der Gedanke, Mensch, hätte vielleicht ein Bild zeigen können von so einer Kraterlandschaft, zerbombt, wie auch immer. Aber ihr könnt euch das, ihr habt ja Fantasie, stellt euch das einfach so vor, so eine Landschaft, ja, hoch, runter, alles zerbombt. Und Jesus sagt, mach da einen Weg. Und ihr Lieben, in der Wüste, sagt Jesaja, in der Wüste machst du diesen Weg. Weißt du, in der Wüste, da ist es heiß. In der Wüste zu arbeiten, ist anstrengend. Ja? In der Wüste zu arbeiten, ist richtig Arbeit. Ja? Und Jesus sagt, das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass du in die Hände spuckst, die Ärmel hochkrempelst und dann die Schaufel in die Hand nimmst und anfängst, einen Weg zu schaffen. Okay, und jetzt ist es so, das klingt so gut, aber was bedeutet das denn? Ja? Was bedeutet das? Darum geht es ja heute. Wir wollen ja nicht einfach nur solche Bilder, sondern wir wollen ja, was bedeutet das? Wie mache ich das? Wie schaffe ich so einen Weg? Epheser 5,15 heißt es, und ich habe diesen Vers umgemodelt. Seid mir nicht böse deswegen. Ihr lest ihn selber nach, aber ich bin guter Zuversicht. Ich habe da keine falsche Lehre, die ich da reinbringe. Aber ich persönlich habe ihn mal so aufgeschrieben, weil ich will, dass der dich anspricht und mich anspricht. Da heißt es, deshalb gib deine volle Aufmerksamkeit auf die Art und Weise, wie du dein Leben lebst.
Überdenke permanent deinen Lebensstil. Verhalte dich nicht wie jemand, der nicht versteht, worauf es im Leben wirklich ankommt, sondern verhalte dich klug. Mach den bestmöglichen Gebrauch von deinem Leben und von den Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Nutze die Kraft, die er in dich gelegt hat. Ich glaube, das ist natürlich Auslegung, ja, aber ich glaube, damit bin ich ganz im Willen des Herrn mit der Theologie, die wir so in der Bibel finden, indem wir, lest den Vers selber nach, ja, aber indem wir das, ja, dass wir einfach nachdenken, und das will ich mal so reinschieben. Ich will, dass du vielleicht wie so ein Punkt setzt heute an diesem Sonntag in deinem Leben und einfach mal anfängst, das umzusetzen, dein Leben nochmal zu überdenken, die Art und Weise, wie lebst du dein Leben? Lebst du dein Leben so, wie du glaubst, dass Gott möchte, dass du es lebst? Und es geht nicht darum, nein, denk darüber einfach nach, wie du dein Leben lebst. Lebst du in dem Potenzial, was Gott dir gegeben hat oder nicht? Diese Frage kannst du für dich am besten beantworten. Ich kann sie für mich beantworten, für dich nicht. Du kannst sie für dich. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selber, dann haben wir auch eine Antwort auf diese Frage. Jeder von uns kann ganz ehrlich sich selber diese Frage beantworten. Und wenn die Antwort Nein ist, dann hindert dich nichts daran, es zu ändern. Du kannst ab heute das ändern. Es kann anders sein. Und das ist ja das Coole bei Gott. Gott ist nicht so, dass er jetzt heute hier sitzt und mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, du hast dein Leben verschwendet, du bist schon 65 und schau, du hast nichts gemacht aus deinem Leben. Das ist nicht, wie Gott ist, sondern Gott ist hier, er wirft etwas in den Raum, damit wir darüber nachdenken, und wenn wir dann merken, oh Mann, könnte anders sein, könnte anders laufen, dann sagt er, was hindert dich daran, es zu ändern? Weil er ist ja da und er ist für dich. Er ist nicht gegen dich, er ist für dich, er ist für mich und er ist auch für dich. Und wenn du sagst, ich will, dass die Dinge anders laufen, dann können sie auch anders laufen. Einfach so. Ja? Ohne dass sich deine Umstände erstmal ändern. Alles beginnt in unserem Herzen, mit unserer Einstellung. Und die Umstände, das ist ja das Interessante, wenn wir die Bibel verstehen, die Umstände müssen sich immer anpassen, dem, wie wir entschieden haben zu gehen. Wenn du mit Jesus entscheidest, ich will so gehen, egal wie die Umstände sind, egal in was für einer Gemeinde du bist, egal ob dein Ehepartner gläubig ist oder nicht, oder deine Freunde oder dein Arbeitsumfeld und, das spielt alles keine Rolle. Weil Jesus in dir, die Herrlichkeit Gottes, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und in dir ist die Kraft, das zu verändern, was um dich herum ist, weil er mit dir ist. In Römer 8, Vers 19 heißt es, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und ich persönlich glaube, was damit gemeint ist, ist nicht, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass einer sich bekehrt, sondern dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Das heißt, dass Menschen da sind, die verstehen, ich bin dazu geschaffen, einen Unterschied zu machen. Da, wo ich hinkomme, da ist Gott mit mir, da kommt Jesus mit mir, die ganze Kraft, alle Fähigkeiten, alle Möglichkeiten des Himmels, die sind da, wo ich bin, weil ich da bin. Da, wo du bist, da ist alles, was der Himmel zu bieten hat an Möglichkeiten, da. Und es steht dir zur Verfügung, weil du hast Zugang dazu, weil du bist der Sohn und die Tochter Gottes. Und wenn du sprichst, dann gibt der Vater dir. Du hast alle Möglichkeiten. Es steht dir alles zur Verfügung. Die Frage ist, nutzt du auch das, was dir zur Verfügung steht? Und ich persönlich verstehe Römer 8, 19 so, das ist das, worauf die Schöpfung wartet, dass Menschen verstehen, wer sie sind in Christus und anfangen, dieses Leben zu leben, weil das nämlich alles verändern wird. Es gab drei Männer, von denen wir, glaube ich, eine Menge lernen können. Das waren Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und ich will einmal lesen, Daniel 1,1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinear.
in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aschpenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Geschlecht und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und ich möchte mit euch ganz kurz und wirklich, da hüpfe ich so nur schnell durch, drei Prinzipien anschauen, um ein Meteor mit Impact zu sein. Und drei Hilfen, um nicht zu verglühen und zu verdampfen. Ich will das noch einschieben, als ich da so, da steckt glaube ich so viel drin. Weil guck mal, ich habe das auch gelesen, das Universum ist nicht ein luftleerer Raum, sondern da befindet sich eine ganze Menge Staub, Gesteinsbrocken und so weiter. Und wenn ein Meteor unterwegs ist durch den Orbit, dann kollidiert er ständig mit irgendwas anderem und wird dadurch immer kleiner, abgerieben. Ja? Der ist vielleicht groß und dann wird er immer kleiner, weil er irgendwo aufprallt, Stücke prallen so ab, ja. Und dann kommt er in die Erdatmosphäre, die ist auch voll mit allem möglichen Zeug und dann durch die Reibung verglüht es und am Ende kommt nichts mehr auf der Erde an. Und ist es nicht auch so, dass in dem Moment, wo Christus dir begegnet ist, dich aus dieser Umlaufbahn herausgeschleudert hat, sofort beginnt der Feind an dir zu reiben und versucht dich so lange zu bearbeiten, dass du in der Unbedeutendkeit, Unbedeutsamkeit verschwindest. Ist es so richtig gesagt? Dass du in der Bedeutungslosigkeit verschwindest. Und das ist das Leben. Das Leben reibt an uns. Das Leben, das können tausend Sachen sein, die versuchen, dich klein zu machen. Und der Teufel hat eine Menge Ideen, wie er dich bearbeiten kann, um dich irgendwie bedeutungslos zu machen und um dich so lange zu reiben, dass du verglühst und ohne Impact am Ende diese Erde verlässt. Und wie traurig ist es, dass es leider bei ganz vielen Christen auch so ist. Sie sind errettet und es ist nicht, ich sage das nicht mit dem Finger zu sagen, versteht mich richtig, wir sind einfach ehrlich miteinander. Lasst uns ehrlich sein miteinander. Und es ist einfach so, so viele sind Kinder Gottes und sind errettet. Natürlich, sie werden einmal bei Jesus sein. Aber alles, was sie, ihr Leben hat daraus bestanden, einfach, dass sie natürlich versucht haben, gute Menschen zu sein, die Gebote zu halten, in Gottesdienst zu gehen. Und das war's. Ja? Da wäre so viel mehr drin gewesen. So viel mehr. Schade, schade für diese Leute. Schade, schade. Und lasst uns anders sein. Der erste Gedanke, den ich hier hatte bei Daniel und den Jungs, ist: Kenne deine Identität. Das Erste, was passiert, als diese vier jungen Männer aus Israel kommen, als sie verschleppt werden, das Erste ist, Daniel 1, Vers 7, diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania nannte er Sadrach, Michael nannte er Meshach und Asaja Abednego. Das ist eins der ersten Dinge, und ich persönlich sehe hier so ein Prinzip, das Satan ganz oft macht, ist, er versucht, dir eine andere Identität zu geben. Ist es nicht interessant, wenn wir die Versuchung von Jesus betrachten? Was ist das Erste, was Satan sagt, als er zu Jesus kommt? Bist du Gottes Sohn? Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Ja? Er stellt als allererstes, fängt er an, seine Identität in Frage zu stellen. Und Identität ist etwas enorm Wichtiges. Es ist enorm wichtig, wenn du weißt, wer du bist, wirst du auch entsprechend handeln. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wird dein Handeln auch entsprechend sein. Beispiele zum Beispiel ein David. Ein David wusste, wer er war. Er wusste, ich bin doch ein Mann aus dem Volk, das Gott gehört. Unser Gott ist doch der Stärkste. Wer ist dieser unbeschnittene Philister, dieser Goliath, dass der hier solche Reden schwingt? David wusste, wer er war und das hat sein Handeln beeinflusst. Deswegen hat er gesagt, ich kämpfe mit dem. Die anderen waren doch auch aus dem Volk Gottes. Sie waren ja genauso, sie hatten doch genauso denselben Gott wie David. Aber sie haben das nicht gesehen. Und weil sie das nicht gesehen haben, haben sie auch entsprechend nicht gehandelt oder aber auch entsprechend gehandelt. Genauso Kaleb und Josua, die kommen in dieses verheißene Land. Und ja, die sehen das, das sind Riesen, diese haben starke Städte, aber
Gott ist ja mit uns. Die wussten, wer sie war. Ihre Identität war nicht, wir sind irgendwelche Sklaven aus Ägypten geflohen, jetzt sind wir hier so in der Wüste und hirren so umher. Das war nicht ihre Identität. Sie wussten, wir sind Kinder von einem lebendigen Gott, der ist mit uns, der wird für uns kämpfen. Und dementsprechend haben sie gehandelt. Die anderen 10 Kundschafter waren genauso wie die, aber haben es nicht gesehen. Und weil sie es nicht gesehen haben, nicht verstanden haben, haben sie Angst gehabt, haben gesagt, die werden uns fressen wie die Heuschrecken und wir diesen Riesen und wir sind gar nichts und wir sind, keine Ahnung, gar keine Chance und so weiter. Ja? Das heißt, Identität ist so etwas Wichtiges, dass du verstehst, du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Gott ist mit dir, er liebt dich, er ist bei dir, egal was passiert. Alles ist dir möglich durch den, der in dir ist und so weiter. Das ist wichtig, dass du das verstehst. Und der Teufel versucht alles, um das zu ändern, deine Identität, dass du das aus deinem Blick verlierst, weil das alles beeinflussen wird in deinem Leben. Das zweite ist, lass dich nicht verführen. In Vers 8 lesen wir, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Satan wird immer in unserem Leben eins dieser Steine, dieser Dinge, die versuchen uns abzureiben, sind Dinge, die er uns anbietet. Dinge, die er uns anbietet. Hier, der Daniel, für ihn persönlich, er hat verstanden, hey, wenn ich das esse, wenn ich das trinke, das tut mir nicht gut. Das wird etwas mit mir machen, was ich nicht will, dass es mit mir macht. Deswegen will ich das nicht machen. Ja? Und ich glaube, wir alle, wenn wir mit Jesus leben, wir wissen, dass es Dinge gibt in unserem Leben, das verstehen wir, die tun uns nicht gut, wenn wir sie tun, weil die werden uns an einen Ort bringen, wo wir gar nicht hinwollen. Und deswegen ist es wichtig, dass du für dich persönlich, dass du wachsam bist und dass du persönlich, wenn du über dein Leben nachdenkst, denkst, wo bringt mich das hin, wenn ich jetzt das mache? Bringt mich das dahin näher zu Jesus oder wird mich das an einen Ort bringen, weg von ihm, wo ich eher anfange, Kompromisse einzugehen, wo ich eher anfange, das gerade krumm zu biegen, damit es irgendwie passt, ja, weil ich das gerne möchte. Und das ist etwas, der Teufel ist schlau und der weiß, was bei dir funktioniert. Und das, was bei dir funktioniert, funktioniert bei mir nicht. Aber bei mir funktionieren andere Sachen. So muss jeder von uns wachsam sein. Die Bibel sagt, der Satan ist so wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. So ein wichtiger Punkt, um Impact zu haben in diesem Leben, ist, wachsam zu sein und aufzupassen, was Verführung ist. Ich zum Beispiel, ich bin selbstständig, Geschäftsmann und eine große Verführung für mich ist, bin ich sauber mit dem Geld? Ja? Bin ich da irgendwie gerade oder nicht? Und mache ich es richtig, ja, und da wird mir eine Menge angeboten, was es mir einfacher macht, ja, und es ist schwer, sage ich mal, ja, das ist gar nicht so einfach, vielleicht seid ihr da ganz anders, aber für mich ist es schwer, ja, und das weiß der Teufel, deswegen habe ich viele Möglichkeiten, nicht sauber zu sein, ja, und sauber das zu machen ist nicht einfach, ja. Und der Teufel hat bei jedem von euch, weiß der klopft dich ab und dann findet er irgendwas und da steckt er seinen Finger rein, immer und immer wieder. Und du musst diese Tür zumachen. Und wenn du da nicht sauber bist und wenn du da nicht aufpasst, dann wird er dich so lange abreiben, bis du keine Kraft mehr hast in deinem Leben, bis du nicht mehr einen Impact machst, weil du so angepasst lebst. Einen dritten Gedanken, den ich noch hatte, halte durch, koste es, was es wolle. Da lesen wir in Daniel 3,16 die Geschichte, ich habe sie nicht aufgeschrieben, aber ihr kennt die Geschichte, die drei im Feuerofen. Ja? Stellt euch das vor, wie das damals war. Schadrach, Meschach, Abednego haben schon mittlerweile richtig hohe Top-Positionen bei König Nebukadnezar gehabt. Die wurden eingesetzt, weil, wenn ihr dir vor die drei Kapitel gelesen habt, Gott hat sie gesegnet, hat ihnen Weisheit und Gunst gegeben und sie haben richtig hohe Positionen im Königreich erreicht. Sie hatten richtig Asche, die konnten sich wahrscheinlich alles leisten, die haben alles gehabt, was man sich so vorstellen kann, was man sich nur wünschen kann. Und wenn man über das babylonische Reich liest, das ist ganz spannend, das ist, kann ich gar nicht alles darüber sprechen, aber macht euch mal die Mühe, das ist eigentlich eine Hammerstadt gewesen, ist ein Hammerland gewesen und ist total ähnlich mit unserer jetzigen Zeit. Die waren
da zu leben war einfach der Knaller. Ja? Und die haben zu den Obersten gehört da oben. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt sagt der König Nebukadnezar, ich lasse ein Bild bauen, also eine Statue bauen, und dann wird es einen Moment geben, da wird Musik gespielt und da werdet ihr alle Nationen müssen niederknien und anbeten. Das hat er bekannt gegeben. Und da sind diese Männer, die wissen, wir können das nicht machen. Und wie ist es gewesen? Die haben mittlerweile, haben die alles gehabt. Und die haben gewusst, wenn sie das nicht machen, hat der König gesagt, jeder, der sich nicht verbeugen wird, der wird in den Feuerofen geworfen, der wird getötet werden. So, und wie gehst du jetzt damit um? Du hast alles in deinem Leben, was du dir immer gewünscht hast. Und jetzt auf einmal weißt du, du kannst dem gar nicht ausweichen. Es kommt dieser Moment, da wirst du dich entscheiden müssen und du wirst alles verlieren, wenn du dich so entscheidest, dass du dich für Gott entscheidest. Wir kennen ja den Ausgang der Geschichte. Für uns ist es ganz einfach, das zu lesen. Aber für die war das nicht so. Die haben nicht gewusst, wie diese Geschichte ausgeht. So, und weil sie das nicht gewusst haben, war für sie klar, wenn wir Gott die Treue halten, werden wir alles verlieren. Nicht nur werden wir alles verlieren, wir werden auch unser Leben verlieren. Und vielleicht waren die schon verheiratet, vielleicht haben die Kinder gehabt, keine Ahnung, wie das da war. Wissen wir nicht, aber wie ist es dann? Du hast Kinder und du weißt, du wirst umgebracht, vielleicht deine Familie auch, weiß nicht, wie das damals so war. Aber ein Leben hat damals nicht viel gegolten. Und du musst jetzt diese Entscheidung treffen. Und die haben diese Entscheidung getroffen. Und ich finde das so krass, wir lesen das in Daniel 3,16, da sagen die haben echt diese, das sage ich jetzt nicht, aber die hatten echt diese Mumm. Du weißt, was ich sagen wollte. Die hatten echt diesen Mumm, dem König zu sagen, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen retten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand retten, o König. Aber auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Das war, die haben gesagt, egal was es kostet, wir machen da nicht mit. Und auch wenn ich alles verliere. Und dadurch, dass sie so waren, überlegt mal, wie die Geschichte ausgegangen ist. Nebukadnezar war dieses goldene Haupt in dem Bild, wenn ihr diesen Traum in Erinnerung habt, den er hatte. Er war von Gott, dieser Traum war ja von Gott gegeben. Das hat er sich nicht eingebildet, sondern Gott hat es ausgesprochen, hat gesagt, du bist der Herrlichste von allen Königen. Nach dir wird keiner mehr so herrlich sein, weil danach kam Silber und so weiter. Es nimmt immer ab an Qualität. Er war der Herrlichste von allen und er war ein heidnischer Gott, hat heidnische Gottheiten verehrt und am Ende seines Lebens lesen wir, dass er dem Gott des Himmels dient, aufgrund dessen, was er erlebt hat. Er ist wahnsinnig geworden, sein Verstand kommt zurück und er sagt und er preist den Gott des Himmels, den Gott von Daniel, Schadrach, Meshach, aber von ihnen preist er deren Gott. Ja? Das ist Wahnsinn, was diese Männer für einen Impact hatten in diesem okkulten, dämonischen System. Ja? Da haben die gelebt und haben so einen Unterschied gemacht. Daniel später dann bei den nächsten Königen genauso in der Löwengrube und so. Was für einen Impact hat dieser Mann gehabt? Aber er war bereit, diesen Preis zu bezahlen. Er hat nie gewusst, wie es ausgeht. Er wusste nicht, dass die Löwen ihn nicht fressen. Die drei wussten nicht, dass sie ihn nicht verbrennen und so weiter. Haben die nicht gewusst. Aber war ihnen egal. Und weil sie das gemacht haben, deswegen hat ihr Leben einen Unterschied gemacht. Und ich möchte schließen heute Morgen mit einer Geschichte von einer Frau, die auch einen Impact gemacht hat. Diese Frau heißt Maria Seibel. Keiner von euch kennt sie wahrscheinlich. Maria Seibel ist geboren Anfang so 30er Jahre, oder? Ja, ist jetzt 94, egal. So. In den 40er Jahren wurde sie verschleppt nach Sibirien ins Gefangenenlager. Und diese Maria Seibel hat von Gott nicht viel gewusst, aber sie wusste, ihr Opa hatte eine Bibel, in der er gelesen hat. Und sie hat gewusst, da muss ein Gott sein, aber den Gott hat sie nicht gekannt. Und hat ihn gesucht und hat in diesem Lager in Sibirien hat sie
hart gearbeitet, hat ein bisschen Geld verdient und hat gesucht, ob es jemanden gibt, der eine Bibel hat. Hat dann tatsächlich jemanden gefunden, der hatte eine Bibel, war aber nicht vollständig, hat irgendwie ein Teil gefehlt, hat sie viel Geld dafür bezahlt, um sie zu bekommen. Hat angefangen drin zu lesen, hat aber nicht verstanden, was das alles so bedeutet. Hat dann weiter gesucht, hat jemanden gefunden, der irgendwie mehr von Gott wusste, und an ihn hat sie sich geklammert. Sie hatte dann einen Mann kennengelernt dort in diesem Gefangenenlager, den hat sie geheiratet, die haben 11 Kinder bekommen, und dieser Mann war nicht gläubig, wollte von Gott nichts wissen, aber sie hatte Hunger nach Gott, hat in diesem Sozialisten, in diesem System damals im Sozialismus in der ehemaligen Sowjetunion 11 Kinder großgezogen und hat ihnen das weitergegeben, was sie erlebt hat von Jesus so, und hat versucht, sie so zu erziehen und ihnen das, was sie verstanden hat, mit denen ein bisschen so, ihnen das weiterzugeben. Und von diesen elf Kindern, die sie hatte, sind 10 gläubig. Ja? Ihr Mann hat sich später auch bekehrt. 10 haben sich bekehrt. Sie hat über 60 oder 70 Enkelkinder. Fast alle gehen mit Jesus. Und einer von denen bin ich. Einer von diesen Kindern, das bin ich. Das ist meine Oma. Keiner von euch kennt sie. Und trotzdem hat sie so einen Impact gehabt, und es ist mir so groß geworden, als ich am Sterbebett von meinem Opa war. Der hat dann, wir haben uns abgewechselt unter der Familie, war im Krankenhaus, und damit er nicht allein ist, hat immer jemand da geschlafen, 24 Stunden. Und da ist mir das so groß geworden, habe ich gedacht, Mensch, was, dass ich gläubig bin, ja, dass ich heute Morgen hier stehe, das ist, weil jemand damals in diesem System gegen alle Widerstände, gegen alle Verbote, seine Kinder versucht hat, so zu erziehen, ihnen von Jesus erzählt hat. Die haben viele, viele Nachteile gehabt. Keiner von meinen Onkels und Tanten durfte studieren, weil du musstest in der Partei sein und so weiter. Warst du ein Christ, dann bist du nicht in der Partei gewesen. Mein Vater war im Gefängnis, weil er aus Glaubensgründen und so weiter. Und alles, weil eine Frau Hunger hatte nach diesem Gott. Und das will ich damit sagen. Ich will damit sagen, wenn es darum geht, einen Impact zu machen, dann geht es nicht darum, dass du Reinhard Bonke bist und keine Ahnung, jeder kennt dich auf der Welt und du stehst auf einer riesen Bühne. Vielleicht wird nie jemand erfahren, was du gemacht hast, aber das bedeutet nicht, dass dein Leben deswegen keinen Impact hatte. Ja? So wie mit meiner Oma. Keiner kennt sie, spielt aber keine Rolle. Was für eine Auswirkung in einem Land, wenn sie geht von dieser Erde und noch lebt, sie ist 94 jetzt, top fit, und wenn sie geht, hat sie so einen Unterschied gemacht, weil sie hat sich investiert und hat Menschen großgezogen, die selber einen Unterschied machen heute mit ihrem Leben. So wie ich auch und so weiter. Ja, meine Cousins, viele, viele, viele sind da. Und das will ich nur sagen, wenn wir verstehen, wer wir sind und mit den Möglichkeiten, die wir haben, ganze Sache machen mit Jesus, dann machen wir einen Unterschied. Und dann wird dein Leben, vielleicht nochmal dieses Bild mit dem Krater, wird einen Abdruck hinterlassen auf dieser Erde. Und darum geht es. Und dafür, das ist der Sinn, warum es uns gibt, warum wir hier sind. Lasst uns das nicht verpassen. Lasst uns alles daran setzen, dass unser Leben sinnvoll ist. Dass wir es sinnvoll nutzen. Unser Leben ist sinnvoll, vielleicht habe ich es falsch gesagt. Dass wir es sinnvoll nutzen, dass wir einen Unterschied machen. Und das ist nicht wichtig, dass es im Fernsehen bekannt ist. Und das, Gott denkt nicht in diesen Kategorien. Gott denkt ganz anders. Ja? Und das ist mir wichtig, damit zu schließen. Jesus, ich danke dir. Steht doch alle mal auf, bitte. Und vielleicht können wir auch, hey Joel, magst du ganz kurz dich ans Klavier setzen? Oder Joshua, du? Genau. Einfach kurz was spielen. Und lass uns doch noch einen Moment haben, wo wir für uns persönlich, wenn es Dinge gibt, die dich heute angesprochen haben, wenn es Dinge gibt, die du gerne ändern möchtest in deinem Leben, warum nicht jetzt diesen Moment nutzen? Warum nicht jetzt? Da muss niemand kommen zu dir, um dir die Hand aufzulegen, weil du bist ein Kind Gottes. Und wenn du dich ausstreckst zu ihm, dann wird er dir begegnen, dort auf deinem Platz, wo du bist. Wir alle sind, wenn wir seine Kinder sind, haben Zugang zu seinem Heiligtum jederzeit, auch jetzt. Und wenn dich etwas angesprochen hat, dann will ich dich ermutigen, das in deinem Herzen oder laut oder in deinem Herzen einfach auszusprechen. Sag es Gott, sag es ihm, sag ihm, ich merke, dass da und da und da gibt es Dinge in meinem Leben, da sind Hügel, wo ich eigentlich zuschütten müsste, oder da gibt es Berge, die ich abtragen sollte, damit
du mit deiner Herrlichkeit kommst. Ich habe diesen Aspekt noch gar nicht so angesprochen, aber es ist auch nicht, ist auch egal. Aber das gibt Dinge, wo du vielleicht heute verstanden hast, da müsstest du jetzt die Schaufel in die Hand nehmen und anfangen, etwas zu tun, aktiv zu werden, damit die Herrlichkeit Gottes in diesem Bereich in deinem Leben kommt. So sag ihm das, sprich das aus und sag ihm, Herr, ich habe das verstanden heute Morgen und ich wünsche mir, dass sich das ändert. Hilf mir, gib mir die Kraft. Gib mir die Kraft. Im Jakobus heißt es, wer an Weisheit mangelt, der bitte Gott und er wird gerne geben, großzügig. Das heißt, das ist nicht nur mit Weisheit so, mit allen Sachen so. Wenn es etwas gibt, wo du merkst, da ist ein Mangel, da muss sich was verändern, dann sag ihm das und er wird es gerne, nicht nur okay, sondern gerne wird er eingreifen und wird in deinem Leben etwas tun. Sag ihm das und ich spreche ein Gebet und als Abschluss. Danke, Jesus, dass du zu uns gesprochen hast heute Morgen. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist und dass du wirkst an jedem Einzelnen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du, wo noch nicht geschehen, wirklich den Scheinwerfer auf Dinge leuchtest in unserem Leben, wo du sagst, okay, jetzt ist Zeit, mein Freund, dass du das jetzt angehst, sodass keiner verpasst, was dir wichtig ist. Und Herr, ich bete, dass du jedem Einzelnen spüren lässt, dass er Hoffnung hat, dass sich diese Dinge auch wirklich ändern können. Da, wo Hoffnungslosigkeit ist in den Herzen, weil man vielleicht schon oft und oft und oft versucht hat und es hat irgendwie nicht geklappt und man hat sich einfach damit abgefunden, es ist halt so, wie es ist. Da bitte ich dich, dass du Hoffnung hineinlegst, ganz neu heute Morgen. Hoffnung für die Bereiche in unserem Leben, wo wir so oft versagt haben. Und wir wissen, eigentlich müsste es anders sein, aber irgendwie kriegen wir es nicht auf die Reihe. Herr, ich bete für Hoffnung, dass du jedem Einzelnen, der gerade in so einer Situation ist, dass er spürt, dass da so etwas in ihm ist, so ein Gefühl von, ey, das ist möglich, dass sich das ändert. Gott ist mit mir und es wird funktionieren, weil er mit mir ist. Ich bete, Herr, für Hoffnung und ich bete, Herr, für Kraft und für Willen, Dinge zu verändern. Ich bete, Herr, für da, wo wir uns arrangiert haben mit Dingen, dass wir sagen, ab heute dulde ich das nicht mehr in meinem Leben. Ich habe mich damit arrangiert, aber es ist eigentlich Käse. Eigentlich sollte das anders sein. Und Herr, ich spreche das aus, dass heute dein Tag ist, wo die Dinge anders werden, weil du eine Entscheidung getroffen hast. Noch siehst du es nicht, noch ist es nicht zu sehen, aber steht auch in Jesaja, siehe, ich tue etwas Neues. Noch kannst du es nicht sehen, aber es ist schon da. Es hat schon begonnen und ich werde es weiterführen. Und heute ist so ein Startpunkt für viele von euch. Und Dinge werden sich verändern in deinem Leben. Und der Herr ist mit dir, weil Gott selber, er möchte, dass du so ein Meteor bist, so mit 100 Tonnen und mehr an Masse, die einen riesen Impact hinterlassen auf dieser Erde. Und Gott möchte, dass er macht. Er wünscht sich das für dein Leben. Und er wird alles tun, was notwendig ist, um dir dabei zu helfen. Du bist nicht alleine. Du wirst nicht alleine irgendwie schauen, sondern der Herr ist mit dir. Und er segne dich mit Hunger nach ihm. Und ich segne uns als Gemeinde mit Hunger nach mehr von dir, Herr. Dass wir hungrig sind, deine Herrlichkeit zu erleben, zu erfahren, persönlich, aber auch in der Gemeinde, auch miteinander. Herr, gieße du aus einen Hunger in unsere Herzen nach mehr von dir. Und vergib uns da, wo wir satt waren, da, wo wir satt sind, wo wir schon genug haben. Vergib uns das. Schenk du neu Hunger in unser Herz nach mehr von dir. Lass uns eine Gemeinde sein, die hungrig ist nach mehr von dir. Und da, wo wir Hunger haben, du sagst es, selig sind, die Hunger und Durst haben, denn sie werden gesättigt werden. Halleluja. Schenk uns Hunger nach mehr von dir. Und deine Antwort ist, du wirst uns geben, wonach wir Hunger haben. Hab Dank dafür, Herr. Ich segne euch an dem Sonntag, in der kommenden Woche.
Und ich danke dir, Herr, dass wir als Gemeinde zusammen sind, dass wir eine Familie sind. Herr, danke, dass du mit uns bist. Du bist hier jeden Sonntag. Du bist treu. Du hast einen Plan für diese Gemeinde, hast gute Gedanken für diese Gemeinde. Und das, was in deinem Herzen ist, ist so viel größer als das, was in unserem Herzen ist. Herr, und wir wollen, dass unsere Augen geöffnet sind für das, was du siehst, und wollen uns eins machen mit dir und wollen mit dir gemeinsam bauen an dem, was in deinem Herzen ist. Amen.